Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Und ja, anscheinend werden wir Elizabeths Kräfte benutzen, um uns in eine andere, vorteilhaftere Welt zu begeben. Mal sehen, wie das läuft. Okay, open it. Schwarz-weiß. Fuck. There's no blood. And no body. It's another world, Booker. Another Columbia. Something tells me one dead gunsmith ain't the only thing that's changed. Okay. Zurück. So, als ob hier ein bisschen mehr Action los ist als sonst. Und hier ist nur konfisziertes Gut. Aber ich darf das Scharfschützgewehr schmeißen möchte. Sieht aus wie das normale Maschinengewehr, nur behalten wir, glaube ich, erstmal diese Ausstattung. Ja, Gefangene, Verwundete. Überall. Okay, ich weiß nicht, ob sich das hier zum Besseren gewendet hat. In dieser Welt. Sieht sogar ganz und gar nicht danach aus. Come on, you piece of horseshit. Tell me about Daisy Cunningham. What? Schofield says Cunningham loose. They're bringing his tools to the locker. And even clean, I guess. Why? What are you? The Columbia Gazette? The chink's wife got friends in high places. Come on. I don't understand how Chen Lin is alive now. We're in a world where he was never murdered. Somewhere we'll find out why, I suppose. I don't suspect you can change something like that and have everything else remain the same. These men. I killed them. I'm disgusted. They were dead. Disgusting. Not in this world. Sick. Look at their noses. They're... all bleeding. You must have you. Can't tell which one. Who's the eye? Sieht so aus, als ob die sich an ihre vorherige Existenz noch ein wenig erinnern. I remember. Remember what? Being dead. What is going on? That man we just fought. In the other world, he was the one who was strung up on the wall. In the other world? More money. This whole business makes my head hurt. Ja, Booker. Überschaubarer wird die ganze Situation, glaube ich, nicht. Ja. Wieder neu? Nee. Schade. Das sieht nicht so aus, ob hier was Nützliches sicher in Richtung Divas gibt. Eine Health Kits. Oh, war das hier vorher auch offen? Ich glaube nicht. Hobby. Ein bisschen Assault. Feel better already. Seltsam. Ich pass eben. Jo, hier drauf. Für Geld. Shotgun Salts. Noch mehr Geld. Munition in Provisionskisten aus irgendeinem Grund. Und ein Lockpick. Ausgezeichnet. Oh, these competitions. When you have
waren wir eben, dann müssen wir wieder hoch und raus. Und jetzt bin ich ja doch gespannt, wie sich das Schicksal des Waffenbauers gewandelt hat. Weil ich ja nicht unbedingt glaube, dass es sich zum Positiven gewandelt hat. Ja, genau. Das, was eh nicht funktioniert, stärker machen. Und dafür, dass was funktioniert, schlechter machen. Großartig. Oh, ein Safe. Für 3 Lockpicks kann man es probieren. Ja, komm, mach hin. Sehr gut. Ist eh nur Geld drin. 250 sogar. Das lohnt sich ja vielleicht. Ja, jetzt hier block mir doch nicht zu dem Weg. Wunderbar. Armory. Großes Magazin für den Karabiner. Ich glaube, den können wir nehmen. Nein, doch nicht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das falsch gekauft. Ich wollte das für den Karabiner nehmen. Aber ich glaube, für den Raketenwerfer ist auch nicht schlecht. In den Momenten, wo man ihn gebrauchen kann, dort liegt die ja meistens eher rum. Und ganz unten gab es, glaube ich, Clip und Grease für den Karabiner. Das klingt auch einigermaßen nützlich. Weil die Upgrades für die Handcannon gibt es leider noch nicht. Die hätte ich gerne. Das ist so bei meinem ersten Durchspielen war das so mit meine Lieblingswaffe. Wie man vorhin beim Kampf gesehen hat, aus gutem Grund. Mal sehen, wie es hier draußen aussieht. Hoffentlich ist der Handyman nicht wieder am Leben. Das wäre extrem ungünstig. I don't like this. There he is! Hey! Kann ich den Hack gleich benutzen? Was? Von wo schießt er? Hinter dem Pferd oder was? Okay. Wohl hier ganz durchkämpfen. Wow. Von dort hinten? Verdammt! Ah, shit. Na ja, komm, kümmer du dich doch erstmal da drum. Okay, wo ist der mit der großen Waffe? Na, reicht einer? So aus. Thanks. Erwischt. Gewesen sein. Ich wette, das Ding hätte ich schießen können und dann fliegt es in die Luft. Diese Volley Gun.
Die Dinge hat in irgendeiner Welt jemand wieder aufgestellt. Ach, verdammt. Diese wahrscheinlich explodierenden Sachen fallen mir immer erst auf, nachdem der Kampf vorbei ist. Ich habe schon so viele entflammbare Ölflecken gesehen, die ich übersehen hatte vorher. So ein Unsinn. Es ist fast so, als wollten sie nicht, dass man sie findet. Wir benutzen eine Weile erstmal den Karabiner, nachdem wir den geupdatet haben. Das ist, glaube ich, eine kluge Wahl. Gut. Hier an der Fassade hat sich nicht viel geändert, habe ich so das Gefühl. Aber mal sehen, wie es drinnen aussieht. Do you hear anything? Huh? No machines. No tools. Let's go find that gunsmith. Maybe he's upstairs now. Seltsam. Booker, look. The shrine. It's a figure of Comstock now. Das sieht anders aus. Scheint so, als ob jemand mal auf die Schnelle konvertiert ist. Ich glaube, ihm geht's nicht ganz so gut. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines? Very dangerous. No place for stupid people. Want to lose pretty head? Mr. Lin. Downstairs. What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How would you reconcile that? I don't know. Dann tun wir mal, was der gute Herr sagt. Oh, schau mal, wer wieder da ist. Calm his troubled thoughts. Ease his burden. Bring Chen Lin back to me. Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker, this is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Okay. Dann wissen wir ja wohl, wo es hingeht. Would having his tools back fix his mind? Who cares? We're not getting any guns if Chen Lin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. Das kann ja nicht so schwer zu finden sein. Did you notice? Lin had a bloody nose. Seems to be in style. Stare. Now, some folks just aren't satisfied with their place here at Fink Industries. But I tell you, there's a purpose for all living things. Pharaohs of Egypt. Go ahead. I'll be fine. Their pyramids and the Israelites have not made their bricks. Wow, 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 wow. Okay, das war nicht, glaube ich, die klügste Aktion, die ich je gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass das Upgrade wirklich was gebracht hat. So erscheint es mir jedenfalls. Gut.
Lost him. Nach 2 Sekunden sagst du, seitdem ich aus seinem Blickfeld verschwunden bin. Was bist du denn für ein Polizist hier? Egal. Gerade so überlebt. Ich nehme an, hier, wo sie das bewachen. Wie geht's auch? Oh, hi. Nach Shantytown gehen. Danke. Ich glaube, wir hätten. Ja, wir hätten ja auch später hingehen können. Er ist ja doof. Total die Zeit verschwendet. Naja, egal. Streckt wenigstens etwas die Laufzeit, nicht wahr? Aber wo kommen wir denn jetzt? Aber wo geht's denn jetzt nach Shantytown? Oh, ich habe mir noch nicht ausgenommen. Sehr gut. Nicht über den Good Times Club. Oh! Shantytown. Wie praktisch. Ja, die beiden machen wir mal kurz leer. Das war nur ein bisschen, aber egal. You wanna ask me, ask me. About what? My finger. Sorry, I didn't. It's all right. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. I'm sorry. What for? I get to wear this stylish thimble to cover up my hideous deformity. I hear they're all rich in Paris. Are you hitting us? Ja, genau. Noch ein? Das ist ja unerhört. Hast du lebst immer noch? Geht der Typ eigentlich hinter der Deckung in der anderen Zeit, die nicht beschworen wurde in Deckung? Das ist extremst verwirrend. Welches das Ding scheint hier ganz gut Hilfe zu leisten. Erwischt. Oh. Hallo. Finden wir vielleicht sonst noch irgendetwas? Stimmt, hier flog ja alles. Eine Sache, die man wirklich manchmal fast vergessen könnte. Take your time. I'm fine down here. Ja, ja, ich lasse mir Zeit. Jetzt viel Munition dafür gegeben. Hier hätte man bestimmt irgendjemanden unter Strom setzen können. Ha. Das ist alles überhaupt nicht
offensichtlich gemacht, wenn man solche besonderen Dinge tun kann. Hier will ich doch hin. Ich nehme mal an, erst später. Nehmen wir erstmal dieses Scharfschützengewehr. Ich glaube, die Handcannon ist auf lange Sicht nützlicher. Ist auch stilvoller, als zwei große Knarren rumzutragen. Gut, auf geht's nach Shantytown. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao.